Also die Lobby ist übrigens offen, ne? Ich würde es gar nicht ausschließen, Mann. Ich glaube, das ist so ein, das mit dem CD6 und der INI, das war so ein, das war der eine Entwickler, der ganz am Anfang das Projekt schnell verlassen hat, weil irgendwas mit dem, da gab es dann kreative Differenzen. Und dann hat der, aber der hat dann irgendwie sich bei der beim Publisher eingezweckt und hat dann halt auf die Master-CD noch so einen Quatsch drauf gebrannt. Hat gedacht, ja, Freunde, euch ruiniere ich. War unnormal schlecht einfach. Bitte Ich glaube, CD6 es ist eigentlich. immer auch eine sehr einfache Form des Kopierschutzes oder so. Das kann auch Schon gut, sein. schon Ah, gut. ist das eigentlich, seitdem wir mit Tales of the Sword Coast dabei sind oder davor auch schon? Ja, dann ist das ja vielleicht irgendwie diese Add-on-CD oder so. Ja, Ey, der. guck mal, hier kommen ganz viele Skelette plötzlich nach. Die habe ich ganz vergessen. Womit kann ich dienen? Die kommen, Bin da nicht sind sie. angezeigt. Das sind die letzten Kämpfer. Lauft! Okay, so, einen Moment. Ja, ich stelle mich auch hier nur einfach mal auf. Ich hab genug Imone, davon. bitte nach da oben. Imone möchte bitte aus dem Smallland. Das Smallland niederbrennen. Machst du da gerade testen, wie weit du nach vorne gehen kannst? Ja. Ich mach mit. Ah, jetzt muss, glaube ich, kritisch. Hier müsste auch irgendwo so eine Falle sein. Soll ich die mal suchen? Kritisch! Ja, gut, das war vielleicht ich. Aber ich hab's gut gemeint. Ja, guck mal, da Ach, ist sie da ist die nämlich. Falle. Zack! Da haben wir doch direkt mal einen, Digga. Das ist ja wohl richtig geil. Wenn nicht so flauschig gehalten. Oha. Stopp, warte mal, danke, 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 danke. So kann ich wenigstens noch ein bisschen reagieren. Gut, ich bin wieder bereit. Tschüss! Oh Alle weg! ein bisschen Alle Schutz sehr weg! wohl. Oh. Oh ja, Mann! Ja, es hat sich gerecht, der Sack. Ah, wir sind einfach so gut. Siehst du, und so kämpft man richtige Kämpfe. Man lässt den Gegner die Arbeit machen. Warte mal, da, ich will die Falle noch eben entschärfen. Und ich kann noch immer nicht speichern übrigens. Ich vermute, das liegt an der fiesen Wolke. Bis die verklungen ist, ist hier leider noch Land unsicher. Und das Ja. ist nicht so geil. Ja, und sonst? Sonst so? Zisch, 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 zisch. Vor allem, hast du schon mal Wolken sich so anhören, hören? Gut, ich habe Wolken halt generell noch nie gehört, also. Ist alles gelogen. Oh, da warte mal. Da war gerade noch ein Dimensionstor. Da ist ja noch einer. Aber ich sehe eigentlich drei tote Leiber. Das müsste eigentlich vorbei sein hier. Ja, stimmt. Gute Sache. Gute Sache. Gut, Womit kann ich Mann. dienen? Sehr schön. Schon gut, Schade, dass schon gut. Imon und vor allem, dass Chantal so viel Schaden genommen hat, aber ansonsten passt das jetzt. Ich kann halt mir nichts irgendwie anschauen, weil meine Charaktere Kann alle ich so euch? Ich tu mal hoffnungslos das, das. überfüllt sind. Haben die irgendwas Geiles? Überhaupt nichts. Scheiße. Ein bisschen, wenn es unbedingt sein Dass die muss. alle nur mit Zaubern funktionieren, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Oh Gott. Mist, die Skelette haben uns gefunden. Schick sie mal auf einen Haufen, bitte. Willst du sie auslöschen? Das wäre ein wenig unmenschlich. Ich bitte dich trotzdem, es zu tun. Das sind ja auch keine Menschen, sind ja Skelettchen. Warte, da war noch eins über. Oh. Ach komm, das haben wir einfach kaputt. Womit kann ich Oh. dienen? Bist du Des Wahnsinns? Bitte sag mir, dass das Ich kein weiß nicht, Detonationsfall ob war. das so gut für mich ist. Scheiße. Was soll ich euch tun? Was mache ich Wenn es unbedingt jetzt? sein muss? Du machst jetzt gar nichts. Du stirbst jetzt. Meine Fresse, da haben wir gerade Schwein gehabt, ne? Ja, wie man es nimmt. Ja, wir haben uns schon ganz schön weggebrutzelt. Ja, aber das Skelett ist auf jeden Fall weg. Denn ich verschwinde jetzt. Okay. Ja, dann lass uns mal ausruhen und heilen und so. Und dann. Mann, die haben uns Das aber. wird jetzt ein bisschen dauern. Die haben uns aber übel zugesetzt. Komisch, ne?
Ausruhen oder was? Kali kriegt permanent Schaden bei mir. Oh nein. Das ist schon wieder Islane. Die haben doch wie oft ist die eigentlich? Die haben jetzt bestimmt schon zehnmal gekillt. Ja, das stimmt halt. Das ist vielleicht aber auch nur ein Bug gewesen. Nee. Vielleicht auch doch nicht. Okay. Faszinierend. Ja, das geht vielleicht ein bisschen auf meine Kappe. Bisschen. Ja, dann ziehen wir uns da in diesen blöden Gang zurück und versuchen dann da uns nochmal in aller Ruhe auszuruhen. Oh, das ist aber auch ein zähes Fließen hier. Das wird man irgendwie sich in so einem großen Wattekissen bewegen. Kommt nicht richtig vorwärts, es ist immer vollgestopft. Zäh. Wie Honig. Was? Alles. Das ist der Durlach. Komm nicht noch durch die Türe durch? Nee, ich dachte, wir holen uns jetzt erstmal mal aus. Ey, du, da ist ja immer noch ein Skelett. So. Ruhe im Puff. Nein, da ist sie schon wieder. Das ist aber jetzt übrigens für Nobel. Für Nebol. Ihr müsst den weiter beackern, sonst bringt er uns um. Jetzt ist es Kiel. Ich hasse die, ey. Können die nicht mal einfach tot sein? Ja, jetzt haben wir ja geruht, jetzt können wir uns heilen. Was wollt ihr hier lang? Was kann ich für euch sehr wohl? Ach Mann, warum vergesst mir jetzt mal das Feuer zu aktivieren, dass man sich komplett aufsuchen kann? Ja. Ich hoffe, dass dieser Turm hat nicht mehr allzu viele Ebenen. Also ich glaube, er hat noch irgendwie 6 Stück oder so. Noch, immer noch oder insgesamt? Nein, keine Ahnung. Es ist halt echt ein kleines Diablo mitten im Baldur's Gate. Ja, der ist schon nicht klein auf jeden Fall. Er fühlt sich auch nicht klein an. Das ist ja das Ding so. Ich denke mir halt, wir kommen jetzt ja in, also ich überlege halt, vielleicht kommen wir ja genauso voran wie damals und jetzt kommen wir ja schon nicht schnell voran, so. Und dadurch wirkt der Turm halt groß. Mhm. Aber die wesentlich wahrscheinlichere und viel schlimmere Variante wäre ja, wir kommen nur jetzt scheiße voran. Der Turm ist eigentlich immer noch riesengroß und ich bin einfach nur dumm. Weil ich uns aufhalte und so. Ja, ich glaube, ich bin für Zweiteres. Ja, es ist. Ich habe mir das schon gedacht. Ist die denn verfallt hier? Nee, ne? Da hinten ist irgendwas. Siehst du was? Ja, ich kann mal gucken. Aber ich glaube, da komme ich gerade gar nicht dran. Das muss ich von der anderen Seite gleich machen. Von der anderen Seite. Oh. Okay. Oh, das sieht nicht vertrauenserweckend aus. Nee, es ist nicht, natürlich. Nicht so vertrauenerweckend. Vor allem auch so völlig random irgendwie. Hier so an der einen Kehrseite, an der anderen Kehrseite. Warte. Ah! Aua. Ich hab gerade noch gar nicht, wir gehen noch nicht in die Richtung. Ich wollte hier unten. Dann war die Hand wieder schneller als der Kopf. Ich wollte hier unten auch nochmal gucken, eben hier war ja eben eine Falle angezeigt. Guck mal, hier geht's jetzt zurück in den einen Schlafsaal. Ach guck mal, jetzt kann man das looten, da, dieses eine Stückchen Mauer. Was denn? Wo denn? Ich seh das auf der anderen Seite, das, was du eben nicht öffnen konntest. Ich sehe das immer noch nicht irgendwie. Was ist das denn jetzt? Na, mach du mal. Huch. Komm. Ja, fast. Oh, Zauber und Geld. Ach, da oben. Jetzt sehe ich's auch. Ja, stimmt. Zauber und Geld. Ja, ist doch gut. Zauber, Geld, Muskel und Sex. Das ist die Devise des Lebens. Will man mit? Gut, dann spreche ich mal ab, ne? Jeder kleine Fortschritt wird frenetisch gefeiert. Ich habe gerade den perfekten Zauber für uns gefunden. Der Feuerball. Heißt chaotische Befehle. Ja, der ist wirklich gut. Ich
gespielt und so. Alter, das war ja wirklich Sackhaar. Schwein gehabt, wa? Ja, ziemlich Schwein gehabt. Aber dass die so eine Riesenfalle auch erst so spät bemerkt. Guck mal, das sieht aus, als wäre irgendwas, jetzt irgendwas auf sich mit diesen Schilden. Das sieht aus wie eine falsche Wand oder so. Schlösser öffnen gelungen. Huh. Warte. Lass mich auf Falli checken. Hm. Oh, ich sehe Hebel. Oh. Oh Gott, ja. Auweia. Und ich glaube. Boah, ich sehe sogar richtig viele Hebel, ach du Kacke. Okay, Ist so die Tür, die ist verschlossen und die lässt sich auch überhaupt nicht öffnen. Gut. Das wird witzig. Diese Frage ist, haben wir jetzt immerhin alles an der Map erkundet? Ja, bis auf den einen Raum, in den wir nur reinkommen, wenn wir verflucht sind. Und so ein paar Verbindungsgänge ist jetzt, glaube ich, alles geklärt. Das ist doch schon mal immerhin ein Teilerfolg. Okay, sollen wir einfach mal Krempe drücken? Ja, ich würde aber sagen, wir ziehen unsere Gruppe zumindest in die Nähe. Mich kümmere, ich. Und jetzt komme ich zu dir. Du hast was aufgemacht. Ja, du hast hier die Tür geöffnet, guck mal. Weißt du noch, welchen Hebel du gezogen hast? Ich kann das ja mal mitschreiben. Also, welchen Hebel hattest du gerade bedient? Das war der jetzt ganz, ganz außen rechts. Okay, außen rechts. Der macht auf jeden Fall die Tür zum Thronsaal auf. So, Tür, der, warte, von, Tür. Der zweite von außen rechts unten. Moment, du bist zu schnell. Tür, Schlüsselraum, Thronsaal. So. Der macht genau die gleiche Tür nochmal auf. Frage. Nee, ja, nee, ich habe ja die andere vorhin nicht wieder zugemacht. Orion wäre auf eure Taten stolz. Aber die ist jetzt übrigens permanent offen hier. Nee, ich kann die wieder zumachen, guck. Oh. Ach so. Also ganz außen. Aber ich weiß nicht, welche Türe ich hiermit öffnen kann. Ja, ich glaube, dafür müssten wir ja doch viel präsenter an den Türen jetzt stehen. Die Sache ist, wir können, welche Türen können wir denn gerade noch nicht erkunden? Das ist ja auch eigentlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Wo sind noch geschlossene Türen, durch die wir noch nicht durch konnten? Ja, ich habe ja hier unten diese eine Türe, ne? Ja, also der laufe ich jetzt mal mit Tonus Maronus, um das abzuchecken. Aber alle anderen Türen können uns ja jetzt eigentlich erstmal egal sein, oder? Würde ich sagen. Weil wir doch noch nichts... Also hier im Thronsaal, guck mal, da ist halt so ein Torbogen, aber ich weiß nicht, ob da eine Tür durchführt. Es sind so ein paar... Kann das sein, dass die Türe bei dir offen ist? Bei Tonus? Ja. Ah, cool. Ich lasse mal das Buch auf, was hier noch liegt. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Ich bin ja zu voll geladen. Kann ich euch? Khalid kann leider auch kein Buch aufnehmen, dann ist er überladen. Kann das sein, dass er einfach nur so eine Art zentrale Steuerung ist, damit man jetzt einfacher durch die Map kommt? Das kann natürlich sehr gut sein, ja. Ich lehne mal eben das neue Buch auf. In diesem steht drin, erkennt meinen Wahnsinn. Jetzt muss gleich einer das Buch, was ich hier zurückgelassen habe, bitte mitnehmen, sonst haben wir ein kleines Problem. Ja, ich würde sagen, dann haben wir hier nichts mehr zu machen, oder? Ich komme mal zu dir runter. Ja, ich glaube, ich schicke dir dann auch her. Ich sehe jetzt keinen Grund mehr, warum wir hier in der Ebene länger verweilen sollen. Ich glaube, wir haben alles gesehen, wir haben alles mitgenommen, wir haben alle Räume erkundet. Es gibt jetzt halt noch Geheimgänge, die wir noch nicht geöffnet haben, aber... Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube. Das ist ein bisschen die Frage, ne? Aber. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also, es gibt halt so ein paar leere Torbögen hier, aber. Ja. Was du zum Beispiel, wenn du in den Thronsaal guckst, hast du ja direkt so zwei Torbögen. Und ich weiß halt nicht, ob man da eigentlich durch können sollte. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht genau. Ich auch nicht. So, lass mal speichern. Sind wir schon alle unten? Damit kann ich sehen. Traumhaft. Jetzt ist auch die Frage, welchen Abgang nehmen wir, ne? Ja, deshalb. Ein bisschen schneller, wenn ich. Aber ich würde sagen, wir stehen jetzt gerade hier. Warte, hast du das Buch mitgenommen, was da noch lag? Schon gut, schon gut.
Kann noch, da muss noch mal einer hoch, bitte, und das schnell holen. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt gleich wieder die Hölle losbricht, so wie uns das vorhin mal passiert ist. Nee, scheint nicht so der Fall zu sein. Okay, irgendwer muss das Buch holen. Hast du noch bei jemandem Kapazität? Ich glaube, bei Brand wir noch ein bisschen. Sehr gut. Jetzt müssen wir ja sonst nachher nochmal raus und Items abgeben. Auch wenn ich das ungern machen würde. So straight. Ja, das dauert immer so lange, ne? Ja, wir laufen so gut aufs Ziel zu. Oh, fuck. Was ist denn mit Feuerbällen? Kranke Schweine, wer macht denn sowas? Huch, nein, was? Ich will nicht wieder raus, nein! Ich habe nichts gemacht. Ja, ich aber. Ist doch blöd. Wir machen heute Treppen. Also, weil wir also geknubbelt auf der Treppe standen und ich dann nicht mehr weggekommen bin. Wir machen heute Treppen laufen, Jungs und Mädels. Zieht euch gute Schuhe an. Okay, komm, wir machen jetzt die Tür einfach auf hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Weil das scheint ja in Intervallen hier auszubrechen. Ach du Schande. Oh Gott. Vielleicht sollten wir den anderen Weg erstmal probieren. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ja, das ist doof. Oh, das war ein bisschen flott. Aber ich komme direkt komplett wegeliminiert. Das ist unfreundliches Feuer. Aber ich glaube, man schafft das. Ja, aber wollen wir nicht auf den anderen Treppengang erstmal probieren? Na gut. Wir werden umranden. Achso, ja, die muss ich dir jetzt mal zurückgeben. Nein, wir können auch erst anderen nehmen. Ist mir egal. Mir ist auch egal, Mann. Wenn du glaubst, du schaffst das, dann würde ich einfach bei meinen Leuten auf dem einen hinterher rennen drücken und dann laufen wir hinterher. Das könnte schlecht sein. Womit kann ich dienen? Wie ist denn jetzt nach da oben gekommen? Ich freue mich. Also, probierst du es oder probieren wir es nicht? Ja, ich würde es mal ausprobieren. Okay, also, aber du musst dir natürlich bewusst sein, wenn du keine 7-Meilen-Stiefel hast, dann wirst du das niemals schaffen. Das spricht so ein bisschen dagegen, dass das hier der Way to go ist, ne? Laufen, laufen! Nein. Und hier unten wird man von den Skeletten begrüßt. Gut, das, also wenn man, du hast tatsächlich recht, wenn man mit den 7-Meilen-Stiefeln straight durchläuft, dann schafft man es, glaube ich, sogar. Ah, das ist, da bin ich eher pessimistisch als optimistisch. Okay. Dann machen wir jetzt den anderen Weg. Ich lache dich, also wenn ich im Raum rauskomme. Es ist nice to have, dass wir den, dass es diese Treppe gibt, aber. Da weiß man nochmal, wo man, was man nicht überleben kann. Was Quinz unbedingt genau sein muss. Gut, gehen wir runter. Sterbe. Oh oh. Soll das was einfach Fallen sind? Soll ich vielleicht mal versuchen, das zu entschärfen? Aber ich wäre schon lange gesehen, wenn eine Falle gewesen wäre. Eigentlich müssten wir das schon mal gesehen haben, ja, aber. Oder wir triggern sie dann mit einer Person und der Rest bombt da rein. Also wie immer. Aber ich würde mal gucken, ob da eine Falle drauf ist. Vielleicht kann ich dir tatsächlich entschärfen. Aber jetzt wissen wir immerhin, woran es gelegen hat. Einer von uns hat auf jeden Fall eben aus Versehen auf den Abgang geklickt. Ich mache einen Abgang. Ja, doch, fand ich witzig. Ja, da ist sie. Oh, guck mal an. So. War eine kreative Falle. Ja, hab ich noch nicht. Feuerball oder so? Nö. Man noch nicht erlebt, auf jeden Fall. Nicht so ein Feuerball. So eine Giftwolke, Junge. Achso, das ist schon. Junge? Nee, es ist noch gar nicht der neue Raum. Hä? Nee. Weil da kurz so ein Ladescreen war, weißt du? Oh, das ist eine verfluchte Treppe. Da spricht der Fachmann. Oder eine verbuggte Treppe. Gut, bei mir buggt jetzt auch Gimli hart rum. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie läuft das nicht, ne? Also entweder ist es ein Bug, oder man soll diese Treppe nicht benutzen können. Vielleicht haben wir auch nicht alle Voraussetzungen, die Treppe zu benutzen. Ja, aber okay. Ja, das kann natürlich sein. Haben wir vielleicht noch irgendwo ein Buch übersehen? Oh.
Das kann natürlich sein, ne? Vielleicht zufälligerweise in dieser anderen Ebene mit den Feuerbällen. Oh, das kann doch nicht der Weg sein, Alter. Was kann ich für euch tun? Das ist Drolaks Turm, natürlich kann das der Weg sein. Oh Mann. Wir versuchen es noch einmal, da runter zu rennen, als Kollektiv. Was kann ich für euch schon gut? Nee, das ist. Entweder ist es. Achso, warte, uns fehlt ein Buch auch, ne? Das liegt hier noch. Oh. Das muss man mal bitte wieder holen. Nase muss nicht. Oh Gott. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Machen wir. So. Jetzt versuchen wir es nochmal neu. Ja. Schon gut, schon komm, ist ganz heiß. Ja, wir backen noch eine Weile rum. Ja, ihr habt es fast darauf gehofft, wenn meine Treppe runtergeht. Ja, das hat nicht geklappt. Ist schon wirklich nah dran. Also das bei mir kam nichts. Bei mir kam nur ein klassischer Reset-Knopf. Quasi so, auf einmal stehst du da wieder. Ja. Okay, ich sehe es ein, wir müssen durch den blöden Feuerball durch. Ich frage mich halt gerade, ob man vielleicht in dem Schaltraum auch diese Fallen noch ausmachen kann oder so. Aber es wird doch ein bisschen weit hergeholt aus einer anderen Map. Das ist Drolaks Turm. Ja, ich weiß. Das gibt es ja auch in diesem Spiel, dass man das teilweise machen muss. Was ist so weit hergeholt? Okay, Mann. Das muss jetzt gut laufen. Mal nur mit einer Person immer durch, vielleicht. Aber dann haben wir den Raum des Skeletts erreicht und werden gnadenlos weggebombt. Ja, dann lass irgendeine Tanks vorgehen. Mich zu vorgehen. Mal gerne. Gut, dann darfst du. Lass mich durch, ich bin ein Held. Du bist gleich Döner. Das bist du. Das kann gut sein, ja. Nein, ich will hier hochlaufen. Los, 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 los! Die Tür ist übrigens verschlossen. Nee, doch nicht. Verdammt! Hätte ich die Tür vernünftig getroffen, dann wäre ich jetzt noch am Leben. Oh Gott, das ist die dümmste Map überhaupt. Ich glaube, das überlebe ich nicht, ey. Oh Mann. Nicht aus zweierlei Hinsicht. Einerseits vor Feuerball und andererseits vor Lachen. Du musst dein Gimli noch sloggen, danke. Das könnte lustig werden, ja. Ach du Scheiße. Und vor allem, dann schieße ich einfach die Kriegsskelette tot. Sehen wir die Tatsachen doch ins Auge. Das ist schon wirklich tödlicher Feuerball. Also es ist kein normaler, sondern der ist richtig tödlich. Ja. Das ist einfach ein Kackfeuerball. Kann man das nicht irgendwie entschärfen? Also wenn der aufploppt, muss man rennen. Lauft! Lauf, 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 lauf! Okay, Pause, Pause, Pause! Okay, oh Mann, das wird hart. Sind das ein Kriegsskelett oder Skelette? Ach, das sind Skelette. Ja, aber die haben Feuerdinger. Ah! So eine Wolke haben die auch noch. Okay, jetzt wird's ein bisschen uncool. Das sind ziemlich viele. Lass uns vielleicht doch. Ja, nee. Warte, ich hab einen Plan, ich hab einen Plan, ich hab einen Plan. Ja, jetzt bin ich gespannt. Oh, guter Plan. So, dann habe ich. Vielleicht habe ich auch noch so einen. Ach nee, den habe ich kalt geben müssen, weil ich ja 1000 Bücher in meinem Inventar habe. Das ist nicht die, ich habe die Flink echt verpackt. Laufen wir weiter. Alter, das sind voll viele. Ich liebe es. Ich liebe es gerade super. Was geht hier ab? Wir nehmen aber nicht viel Schaden. Boah, verdammt. Gut, ich nehme es zurück. Jetzt nehmen wir sehr, sehr viel Schaden. Dammit, dammit. Wir waren nicht schlecht. War gut. Wir wissen jetzt, ist es wirklich möglich. Aber nicht leicht. Also ich bin dafür, wenn wir das erste Plateau gereinigt haben, sag ich mal, dass wir dann den Rest unserer Leute hinterher schicken. Ja, aber das Problem ist, wir werden ja permanent weiter beschossen. Ha, wir machen das so, wenn wir dann nur noch so zwei Skelette oder so da stehen haben. Ja, aber überleben wir das denn? Das ist die Frage. Ich glaube schon. Na gut. Wir schaffen das schon. Na, wie ich mir hoffen. Danke, Frau Merkel, jetzt weiß ich Bescheid. Wir schaffen das. Okay, bist du ready?
los! Nein! Lauf, 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 lauf! Lauf! Nein! Oh Gott! Das schaffen wir noch! Ah. Oh, das war wirklich arschknapp. Okay, das war scheiße knapp, aber... Nee, lass, geh du auf die oben, ich mach die unten wieder weg. Ja, ja, hab ich vor. Das war... Was, ich versuche an der Falle, ehrlich gesagt, ein bisschen vorbei zu manipulieren. Mit geringem Erfolg. Oh, du bist sehr geringem Erfolg. Okay, ja, das ist mal gar nicht gut. Vor allen Dingen, wenn das jetzt, wenn jemand von diesen 10 Zuschauern das Spiel aus Nostalgiegründen schaut, der wird genau wissen, wie es richtig geht. Und der wird sich denken, Mann, ist das eine Chaos-Truppe. Und wenn das, um das nochmal auf einer anderen Perspektive zu ziehen, wenn das eine echte Abenteuergruppe wäre, dann würden wir hier mit den Menschen mit dem geringsten Selbsterhaltungstrieb aller Zeiten sprechen. Wir rennen durch den Feuerball in eine Horde Skelette. Geil, Junge, da bin ich dabei. Lauf, 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 das war aber knapp. Hast du es nicht geschafft? Doch, doch. Ich muss nur noch auf die andere Seite kommen. Naja. Also, hast du es nicht geschafft. Egal, ich hab das im Griff. Lauf. Guten Tag. Hey, geil, Alter. Das ist ja echt eine Perspektive. Ich habe ein bisschen Support mitgebracht. Das finde ich sehr gut. Ach so, ja, Diana ist übrigens schlafen. Also ich fand das nicht so spannend hier. Oh Gott, das ist schon wieder so auf Messerschneide. Was ist denn mit deinem Skelett da, mit deinem Amulett, meine ich? Oh, nein. Nein. Ja, das sollte, also eigentlich sollte das jetzt Diana übernehmen, aber die hat es sogar schon. Ich übernehme das nicht, hat sie gedacht. Ja. Oh, Mann! Ja, ich bin gleich. Ja, ich bin gleich. Bist du schon down? Na, noch nicht. Ich hole gerade zum rettenden Schlag aus. Wäre nicht schlecht. Mann! Hier, Säcke. Nein! Oh komm! Warum? Warum? Oh, wir waren so nah dran. Oh, da weißt du, wie das ist? Das ist wie ein Mario-Level. Das ist wie ein Mario-Level. Du hast ein fieses Hindernis, nur um danach ein noch fieseres Hindernis zu positionieren. Für sich genommen sind beide Hindernisse schon fies so. Aber weil du dann beim zweiten immer schon daran denkst, dass du im Scheiterungsfall das erste auch nochmal machen musst, potenziert sich der Abfuck einfach aufs Level, man muss einen Abend lang Dieter Bohlen gucken. Das ist doch scheiße. Ich mag es, du hast von der Abfuck benutzt hast. Legendär. Danke. Mann, renn doch nicht vor! Ich renn doch gar nicht vor! Hä? Okay, du bist gerade bei mir als Kerl vorgerannt. Jetzt, oh nein. Wir backen. Oh, das war aber wieder mal. Heidewitzka, Dude. Stopp, hau die Bremse rein, Kollege! Okay, ich hau die Bremse rein. Okay, cool. Du bist ja eh du abgeknallt, also. Oh Gott. So weit, so unbefriedigend. Ich sollte das nicht so lustig finden. Das ist mir bewusst. Was tun sie? Ach, du schießt einen Situationsfall. Schießt nach vorne. Das ist eigentlich jetzt hätten wir die echt gut gebrauchen können, ja. So. Siehst du? Ich verstehe dein Problem gar nicht. Ja, mein Problem ist, ich habe keine Detonations-, also ich habe keinen Bogen mehr. Die sind nämlich alle bei dir im Inventar. Okay. Nein, ihr bleibt oben. Ihr schafft nein, das nicht. Diana ist kurz stehen geblieben, du schaffst nicht. Brandwind ist auch noch ziemlich in Gefahr, Alter. Ah, Idioten. Oh Gott. Das war, ich sah Pups knapp. Ich komme jetzt auch. Ich schaff das. Wir schaffen das jetzt. And pause und du wirst es sehen. Ja? Ja. Okay, warte, ich mach dir vielleicht ein bisschen Platz.
Das ist nicht schlecht. Warte, ich muss mir auch noch Platz machen. Lauft! Ihr seid auf dem Weg. Okay, die sind sogar gar nicht schlecht. Ach ja, die Falle, verdammt. Lauf doch! Boah! Ja, es hat die Mowen auch direkt vor Begeisterung von den Füßen gerissen, dass sie es hier rüber geschafft hat. Khalid auch. Oh, ich habe noch eine ausgedrückt. Du hast noch eine! Witzig! Hätte ich nicht gewusst. Ja, gut, dass ich vorhin die Lage hier mal ein bisschen entschärft habe. Gut, aber wir sitzen das jetzt einfach aus, oder? Da sind wir uns jetzt schon einig. Wir haben nicht jetzt eine andere Wahl oder so. Ne, wir könnten jetzt auch noch einfach nach vorne stürmen und versuchen, auf einen freien Fleck zu kommen, aber... Ich würde das auf jeden Fall als Verbesserung des Status Quo sehen. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, zwischenzeitlich sind 100% unserer Gruppe ohnmächtig, aber sonst ist alles cool. Ach, die haben auch mal ein bisschen Ruhe verdient. Ja. Aber ich finde es viel geiler, wenn die da so rumstehen und sich so umgucken. So, hier sieht's aber interessant aus. Das stinkt aber. Oh, ist die eine weg? Naja, aber für Khalid reicht's noch. Der ist noch total benebelt. Und er ist immer noch benebelt. Du Flasche, ey. Pass auf, ich guck mal, ob ich mit Emoen vielleicht eine der Fallen entschärfen kann. Oh, okay. Schieß vielleicht mal einen Detonationsfall auf das Biest. Warte mal. Na gut. Ist gekauft. Ja, das könnte jetzt ein Problem werden, weil da sind ja durchaus immer noch... Speicher mal. Oh ja, das ist eine super Idee. Dankeschön. Ich hab auch manchmal helle Momente. Ja, das kann ich jetzt nicht 100% unterschreiben. Bam! Lasst mich doch erstmal durch, ihr Selbstmordgeilen. Dann kann ich erstmal die Falle entschärfen. Ich verstehe, wie manchmal deine Ansprüche nicht so ganz... Das war gut, jetzt ist nur noch da oben dieses Inselchen. Das ist übrigens auch sehr Demon's Souls Level Design, was wir hier gerade haben. Ach ja. Finde ich zumindest. Hätte ja funktionieren können. Na, das hätte es. Aber ich bin nicht überrascht, dass es das nicht hat. Um ganz ehrlich zu sein. Ja. Wieso ist denn das Mikrofon eigentlich so leise? Sicher jetzt erst. Bei mir? Bei dir? Nee, bei mir. Das ist hier bei Outer City. Ja, als würde das pegelt mit, oder was? Bist du dumm, Mikrofon? Bist du dämlich? Das ist echt nicht gut. Da muss ich nachher so laut machen im Schnitt. Das will ich nicht. Die Mikrofon verstecken später auf plus 20 Dezibel oder so. Ja, wenn das mal reicht. Ihr wollt echt, dass diese Falle nicht entschärft wird, oder? Wie du dich noch an mir vorbeidrängelst. Ja, da ist sie ausgelöst. Ach, Mann! Ja, das hab ich ja nicht vorhergesagt oder so. Ja, was brauchst du denn dafür? Ja, ihr habt euch die ganze Zeit vor mich gestellt. Ach, herrlich. Oh, das nervt mich gerade. Vielleicht sollte sie einfach nur hinter dir durchlaufen. Ich weiß nicht, was sie da versucht hat. Ich weiß das leider auch nicht. Ich weiß nicht, warum sie sich wir müssen mal echt kurz eine Pause machen wegen Outer City. Das ist nicht geil. Ich verstehe nicht, woran das liegt, aber das geht so nicht. Ich muss das mal eben korrigieren. Moment. Ja, liebe Freunde, mach runter die Tür, die Tor mach weit. Für Baldur's Gate ist schon bald wieder Zeit. Doch für heute erst einmal Folgenende von Phil und mir. Einen schönen Tag noch und bis bald.